guten Abend, Leipzig. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen an diesem 9. Oktober 2013. Also auf jeden Fall denken wir daran, dass die Leute damals ein fundamentales Werk vollbracht haben, das heute immer noch eine große Rolle spielt, dass sie uns gezeigt haben, dass sie der ganzen Welt gezeigt haben, dass man auch friedlich, ohne Kampf, mit Worten und mit friedlichen Demonstrationen sowas vollbringen kann. Der zentrale Punkt ist eine Reise, nämlich die der Ausreisewilligen in die Botschaft, in die deutsche Botschaft in Prag und wieder zurück nach Hof. Und es stellt sich die Frage, wie hat man das damals empfunden? Ja. Man kriegt so krasse Emotionen auf einmal. Diese Bilder vermitteln einem eine Stimmung, die man sich, glaube ich, als Mensch meiner Generation nicht vorstellen kann. Pro mě jako Češku, která je teď v Lipsku, to, co se tady připomíná, je ohromující, protože cítím vaši hrdost na to, jak jste to prožívali vy. Rings um uns herum ist eine Mauer. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Verehrtes Publikum, es ist nicht schwer zu sehen, wir sind 89 in der DDR. Eine Leipziger Familie, Vater, Mutter, Sohn, Schwiegertochter. Die jungen Leute haben einen Antrag gestellt, zur Überraschung der Eltern. Einen Antrag, ihr gestellt. Der Vater und die Mutter, die haben ihre Argumente für die DDR. Die Kinder haben Argumente dagegen. Wir liegen seit Tagen im nassen Grase. Wenn sich nichts tut in ein paar Stunden, gehen hier einige vor die Hund. Bald seht ihr die Welt. Zigaretten und Klopapier hier sind. Wir alle waren in der Botschaft hinter dem Zaun. Und es war fantastisch, wenn die Straßen voll Trabis und Warburgs waren und kein Besitzer dort. Wie Genscher gesagt hat, ihr seid frei, ihr dürft ausreisen. Das ist mir das größte Bild und das bleibt. Es ist schon alles fantastisch gewesen. Ja? Die vollen Züge, die vielen Menschen, das sind auch Bilder, die man nicht vergisst. Manchmal denke ich, wenn wir für ein paar Augenblicke in die Vergangenheit zurückgehen, dann werden wir mehr die Freiheit, die wir jetzt haben, schätzen. No, já jsem tady v Lipsku už podruhé na festivalu a když jsem tady byl poprvé, tak jsem byl nadšený, protože nádherný festival a skvělí lidé a město je taky moc pěkné. Wir sind nächstes Jahr zum 25-Jährigen sind wir hier. Lokomotiva, se motají kola, loka se motají, lokomotiva, kola se motají, lokomotiva, se motají kola, lokomotiva, se motají kola, lokomotiva,
Lokomotivikovové pokolení.